Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei der Folge 299. Wir haben heute Dienstag, den 31.12. Und wir sind hier in den UFO-Mann-Studios in Berlin. Und wir gucken jetzt Minecraft-LP mit UFO-Mann, der jetzt Leder suchen will, weil er Schilder braucht für sein Lager. Weil ja jetzt ist ja gerade angesagt hier bei mir in Pupsdorf, so heißt das Dorf. Dieses Dorf, ich guck mal gleich von oben runter auf mein Dorf. Dieses Dorf nennt sich Pupsdorf und da hinten, das ist mein Palast, mein kleiner Palast. Ist ja nur eine kleine, ganz weit weg von meiner Hauptstadt in der Version 1.7.4. Ich bin ja hier gelandet ohne irgendwelche Mods und ohne Minimap und so weiter, um diese Welt zu erforschen. Und jetzt ist es wie gesagt so, dass ich gerade auf der Suche nach Leder bin. Warte mal. Wenn ich jetzt hier einfach so losrenne, dann habe ich ja überhaupt gar keinen Plan mehr. Also Leute, ich werde mich mal vielleicht heute ein bisschen zurückhalten und nicht ganz so viel hier mich daneben benehmen. Weil das wollen wir ja alle nicht. Wenn wir mal ehrlich sind, wer will das schon? Menschen, die sich daneben benehmen, wollen wir nicht. Wir wollen, dass alle anständig sich benehmen und ihre Pflicht erfüllen. Ja. Wir sind ja hier schließlich, ihr wisst wo. Ihr wisst ja, wo wir sind. Ha? Wenn nicht ihr, wer weiß es sonst? So. So, bla bla bla. Wir müssen jetzt die Richtung. Ach ja, okay, da müssen wir den Kompass aktivieren. Guck mal, das geht doch ganz gut. Die Uhr brauchen wir jetzt im Moment nicht. Okay, das hier hin, das Bett hier hin. Haben wir hier noch einen Trank. Und jetzt, warte mal, hier ist so. Genau. Wir müssen jetzt einfach nur in Richtung der Kompass. Das ist übrigens hier Richtung Ufotopia. Wenn wir jetzt da immer weiterlaufen, dann kommt da Ufotopia. Aber ich glaube in 7000 Blöcken oder so. Wir sind echt weit gelaufen. Komm, lass uns mal ein bisschen Holz mitnehmen. Holz braucht man immer. Birkenholz finde ich irgendwie doof. Das ist nicht so kompatibel. Gut, man kann da schöne Sachen draus bauen. Aber ist halt nicht kompatibel. Ich baue ja nicht so viel mit Holz. Eher weniger. Vielleicht sollte ich mal was mehr aus Holz mal was bauen. So eine Art Blockhütte oder so. Na, wer weiß. So, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir mal ganz genau gerade hier so ganz gerade ganz, oh, und wenn da ein Baum kommt, machen wir den weg. Uns hier durchackern. Ohne dabei zu vergessen, dass wir auf der Suche nach Leder sind. Leder, Leder, Leder. Und dabei schwimmen wir hier sogar durch so einen See durch. Und dann werden wir uns gleich noch ein bisschen Tinte mitnehmen. Weil von jeder Reise kommen wir zurück mit Ressourcen. Hallo Tintenfisch, wie geht's dir denn? Oh, der hat mir ja gar nicht geantwortet. Ich hätte ihn vielleicht noch antworten lassen sollen. Voll 80er Jahre mäßig hier der Titel, oder? Oder nicht? Ja, die meisten von euch, auch die Älteren, sind ja auch aus den 90ern, glaube ich, oder? Achtung, ich springe jetzt hier rein. Pass auf, ich springe jetzt hier rein und jetzt. Oh, aua. Und jetzt Jazz, Jazz, Baby. Ja, ich bin ja ganz angetan von der neuen Playlist. Die Lieder findet ihr übrigens alle in der YouTube Audio Video List. Da hat ja YouTube hier bei euch im unter Kanaleinstellung oder irgendwie sowas in der Art da irgendwo in euer Menü und da findet man dann diese ganze freigegebene Musik, die YouTube anbietet, die man lizenzfrei für seine Videos benutzen kann. Und da habe ich mir jetzt die mal alle rausgesucht, die ich ja gut fand. Oh, Kühe, Kühe, ha, 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 Kühe, Kühe, Mama. Ja, komm her, ich brauche Leder, guck mal. Guck mich mal an, ja, du bist aber süß, na?
Was machst du denn hier? Oh, cool, Kühe. So, ich werde die aber alle. Ich habe jetzt keinen Bock, diese Kühe, hier sind ja so viele. Ich habe keinen Bock, diese Kühe extra zu züchten. Wobei ich könnte die natürlich hier züchten, wa? Aber ich habe keinen Weizen dabei. Ich brauche ja zum Kühe züchten Weizen. Und nicht Samen. Samen sind ja für Hühner, wisst ihr ja. Nichts liegen lassen, bitte. Ach, so viel Kühe. Und ich muss sie alle töten, weil ich Leder brauche für mein Lager, um mein Lager zu beschriften. Weil ich keine beschrifteten Holztäfelchen mehr machen will. Weil ich viel besser finde, die Gemälde, wo man die Items reindroppen kann. Das finde ich viel besser und deshalb töte ich alle Kühe und gehe auch in Höhlen rein, um mal zu gucken, was da so los ist. Oh, das ist ja feige. Das ist ja feige. Wir gehen ja hier ohne Mo. Nein, das geht nicht. Da müssen wir doch den Schwierigkeitsgrad nochmal auf einfach stellen. So geht das nicht, meine lieben Freunde. Nicht, dass wir hier im friedlichen Modus in eine Höhle gehen. Das geht gar nicht. Okay. Haben wir jetzt irgendwie umsonst? Ach, wisst ihr, dann nehmen wir doch gleich noch Steine mit. Können wir auch immer gebrauchen. So, noch ein paar Steine. So einfach hier rausruppen, die Natur zerstören. Das macht doch Spaß. Das darf man ja in der Realität, soll man ja sowas nicht machen. Kann man aber machen. Und zwar auf Privatgrundstück. Ah, guck mal. Da kann man zerstören, was man will. Ich habe sowas auch schon mal gemacht, ja, dass ich einfach. Ich habe mir da einfach was genommen in meinem Garten und habe das dann zerdroschen mit dem Vorschlaghammer. Nur so, um mal zu sehen, wie das ist. Und wie war's? Naja, hat einen Haufen Dreck gemacht, den ich dann wegmachen musste. Ein Haufen Schrott und Krümel und Splitter, die überall verteilt waren. Jetzt weiß ich, wie es ist. War jetzt für mich, ich bin scheinbar nicht so der Zerstörungstyp. Das Einzige, was daran cool ist, ist halt, dass man was macht, was man eigentlich nicht machen soll. Was Ungezogenes macht man da, man zerstört. Aber. Ah ja. Ich weiß nicht, ob es da gibt es ja Zerstörungsfetischisten, die dann sowas total gut finden, Sachen zu zerstören. Natürlich auch nur Sachen, die ihnen nicht selber gehören, klar. Mutig sind sie ja. Gibt es ja sogar Leute, die von anderen die Telefone zerstören, ha? Und dann, wenn sie ihr eigenes zerstört wird, dann heulen sie. Feiglinge. So. Ja. Oh, Alter, die Lederernte. Komm, wir gehen mal schnell schlafen. Coole Mucke. Ach, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt hier ausrotte. Ich hatte dich eigentlich nicht vor. Ich hatte es echt nicht vor, euch auszurotten. Und ich denke auch gar nicht an die Zukunft und dass der Bestand gefährdet ist. Gar nicht. Daran denke ich nicht. Ich denke nur daran, dass ich Leder brauche. Und wenn es hier wirklich. Das ist ja ein richtiger Kuhhügel. Der Kuhhügel, so werde ich die Folge nennen. Der Kuhhügel. Oh ja. Genau, der Kuhhügel. Wartet mal einen Moment. Ich muss mir mal in meinen Upload-Plane eine kleine Notiz machen. Oh Gott, welche Folge haben wir jetzt? Mist. Haben wir jetzt die Folge 299? Oh Gott. Ich glaube, war Folge 299 ist das. Dienstag, der 31.12. Ja. Kuhhügel. Okay, Kuhhügel oder Kuh. Oh, ich muss weiterspielen. Und ich muss was essen. Hammer. So, ja, Heavy Metal. Heavy Metal.
So. Wo ist hier mein... Ja! Ich will mehr Kühe töten. Oh, guck mal, Leder. Oh, Mist. Komm ich jetzt da ran? Hier, alles abhacken, damit das Leder runterfällt. Komm, fall runter, Leder. Ja, komm runter. Ja. Hier müssten noch Kühe sein, glaube ich. Hier oben. Komm, ihr könnt mir nicht entkommen. Ich habe eine Axt dabei. Ich bin völlig normal. Ein ganz normaler Typ mit einer Axt, der Kühen überhaupt gar nichts tut. Ah, da hinten, da sind noch welche, oder? Hallo, ich bin der Typ mit der Axt. Und jetzt wechseln aufs Schwert. Doch, wo ist denn der Typ mit der Axt? Hier war eben so ein Typ mit der Axt. Habt ihr den gesehen? Ah, so, sehr schön. Tja, man muss auch Tricks anwenden bei der Jagd, wa? Das haben schon unsere Vorfahren gemacht. So, okay. Oh, jetzt komme ich wieder. Die Musik ist jetzt richtig das Gute, um runterzukommen wieder. Von diesem fetten Agro-Trip, den ich jetzt hier eben gefahren bin. Ich habe keine Schaufel dabei. Doch. Na, das wäre ja ein Ding gewesen, wenn ich hier keine Schaufel dabei gehabt hätte. Jawohl. Du hast Kühe getötet. Und hast noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Und da drüben ist ein cooles Bergbiom, wo ich mal rübergehen muss, gucken, was da ist. Ich muss mal auf den Berg hochklettern, schnell. Da komme ich nicht drum rum. Ich komme da nicht drum rum, auf diesen Berg hoch zu klettern. Oh, guck mal, was das für schöne Bäume sind. Oh, ich werde ja ganz schwach. Hab da schon mal so eine schöne... Das sind da bestimmt wieder irgendwelche besonderen Bäume von der neuen Version, ey. Guck mal, klar, die sind wieder so hoch, dass man die nicht... Fichtenholz, okay. Na und? Naja, 14 Leder, ey, ein Massaker war das. Und wir haben nur 14 Leder, finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Dafür, dass die Kuh manchmal 2 oder 3 Leder droppt, fand ich das jetzt ein bisschen hohl. Oh, die Fichten sind mir viel zu hoch, wie soll ich die denn abbauen? Was ist denn das hier? Oh, Alter, was ist denn das überhaupt für ein Biom hier? Bin ich jetzt blind? Wo steht denn das? Ach, da Tiger. Oh, cool, Tiger. Tiger ist ja schon ein etwas kühleres Biom. Machen wir uns nichts vor. Aber wir werden uns jetzt mal... Der Kompass ist uns ja eine ganz gute Hilfe, dass wir hier richtungsmäßig nicht völlig uns verpeilen. Da müsste irgendwie unser Dorf sein. Ich denke mal, wir haben ja jetzt erstmal, wenn hier nichts weiter Großartiges passiert... Ja, oh... A Jump and Run Einlagen kann man hier auch sehr gut machen bei Minecraft, wenn man das... Guck mal, ob ich da rüberkomme? Komm, ich probier's mal. Ich habe ja den Drang der Regeneration. Also pass auf jetzt. Achtung, Anlauf und... Oh, nicht rübergekommen. Das war zu weit, da habe ich mich verschätzt. Aber ich glaube, ich kann 3 Blöcke weit springen. Oh, guck mal hier. Ich habe schon wieder 7 Erfahrungspunkte. Frag mich nicht. Die habe ich doch nicht etwa fürs Morden bekommen, fürs Kühe-Morden. Das glaube ich nicht, ey, dass man für Mord Erfahrungspunkte kriegt. Das ist doch ein Verbrechen. So. Guck mal, was ist denn das hier? Oh. Oh, guck mal. Oh, ein Ei. Oh. Wie schön. Oh Gott. Hier, doch, das ist die richtige Richtung. Nehmen wir mal hier im Laufen noch ein bisschen Farm mit, oder was das ist. Was ist denn das überhaupt? Eichensetzlinge und Birkensetzlinge. Läuft unter Gras, oder was? Naja. Jetzt haben wir 14 Leder, aber 30 Rindersteaks. Ja.
sieht man mal das Verhältnis so, wa? Guck mal hier. Oh. Hier sind wir doch durchgeschwommen, wa? Komm, dann springen wir ins Wasser rein. Juhu! Plutsch! Und? Wollen wir noch ein bisschen Tinte? Nö, wollen wir nicht. Du. Ne, hier waren wir nicht. Hier sind so viele Tintenfische. Hier waren wir, glaube ich, nicht. Oh, guck mal, jetzt gehe ich gleich unter. Nur weil ich hier mein Dings wechseln will. Los, hoch mit dir, du. Ta-da-da. Ich will nämlich noch mal Tinte mitnehmen. Für schwarze. Kann man eigentlich schwarzes Glas machen? Das würde mich ja auch mal interessieren. Schwarzes Glas. Bestimmt. Die Frage ist, ist schwarzes Glas dann noch durchsichtig? Ja? Das ist eine Frage, die beschäftigt mich ja wirklich. Komm mit UFO Mann und spiel eine Runde meine Kraft. Boah, Alter, die Blumen, ich fall um. Sieht hier alles so schön aus. Oh, guck mal, was ist denn das? Was für eine schöne Welt. Oh, Kohle ohne Ende. Kohle. Eisen. Wir brauchen Eisen für unsere Schienen, für unser Schienenprojekt. Und die Steine nehmen wir einfach gleich mit. Oh, guck mal, noch mehr Eisen. Eisen, ich will das ganze Eisen haben. Das geht so gut mit der Spitzhacke. Das macht so einen Spaß mit der Spitzhacke. Die werden wir mal reparieren, wenn wir wieder zurück sind. Guck mal, die Kohle nehmen wir auch noch mit. Kohle nehmen wir mit. Zack, alles rausgefräst. Man kommt sich hier vor, als wenn man mit so einem riesigen Diamantbohrer arbeitet. Habe ich letztens eine Folge gesehen, wer war denn? War das sogar der. Weiß, jetzt habe ich den Namen vergessen. Let's Play Together mit Seven Days to Die, glaube ich. Ja, heißt das Spiel? Survival Game. Survival mit Zombies. Leder. Guck mal, ihr seid hier so überflüssig. Da kann ich doch noch. Ihr droppt bestimmt mehr Leder als eine normale Kuh, ey. Ja, ich werde dich auch nicht alle töten. Kommt drauf an, wie viel ihr seid. 50%. Na, zwei wären jetzt zu wenig. Okay, dann lasse ich den Rest am Leben. Ich bin ja nicht so. Ein Schwein braucht man im Moment nicht. Aus dem Schwein kann man doch gar nichts machen, weil kann man nur essen. Guck mal, das ist ja noch ein Esel. Nein, und haufenweise Pferde. Nein. Ich will euch nicht töten. Ich will euch doch nicht töten. Oh, die Pferde, die schreien aber auch. Irre, wie die schreien, ey. Oh, Alter, da haben sie aber einen Schrei einprogrammiert, du. Wahnsinn. So, weiter geht's. Jetzt bin ich aber ein bisschen. Ach, guck mal da. Oh, jetzt haben wir aber Schwein gehabt. Seht ihr das da ganz hinten? Jetzt haben wir aber Schwein gehabt. Sind wir schon ganz schön abgekommen vom Pfad. Mir fällt gerade auf, ich muss oben auf das Ding da wahrscheinlich noch eine Spitze raufbauen. Damit man das vom Weiten sieht. Na komm, nehmen wir noch ein Steak mit hier. Was soll der Geiz? Ha? Naja. Dum. Und Federn nehmen wir mit für Pfeile. Dum. So, und wenn jetzt Monster kommen, dann bringen wir die um oder schlafen wir? Nö, wir schlafen jetzt. Oh, guck mal, ey, Alter, komm weg hier mit dem Zeug. So, jawohl. So, heute ist ja der Jahreswechsel, war hier laut meines Upload-Plans ist ja heute Abend Silvester. Ohohohoho. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute fürs neue Jahr.
Alles, alles, alles Gute fürs neue Jahr wünsche ich euch. Und viel Gesundheit vor allen Dingen. Und dass ihr es schafft, mit euren kleinen Taten vielleicht die Welt ein wenig zu verbessern. Und Gesundheit vor allen Dingen wünsche ich euch und ein ganz, ganz, ganz langes Leben. Und ich wünsche all euren Verwandten, euren Freunden, allen, die ihr mögt, auch viel, 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 viel Gesundheit und ein ganz, ganz, ganz langes, erfülltes Leben. Ich wünsche euch, auch wenn es unmoralisch ist, allen ganz, ganz, ganz viel Geld, weil ich vertraue euch. Wer mich abonniert, der wird das Geld auch für einen richtigen Zweck verwenden und nicht da wahnsinnig werden vor lauter Geld. So. Guck mal, da unten, wenn man da runtergehen würde, könnte man ja da vielleicht noch Redstone finden, wa? Man durfte sich natürlich auch nicht von dem Creeper abschrecken lassen, der da ist. Muss man... Oh, das war jetzt vielleicht doof. Naja, ist egal. Bauen wir hier mal alles... Oh, was ist denn das? Oh, 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 nein! Wo bin ich denn hierhin geraten? Da könnte mich ja Hinz und Kunz erschlagen. Ach nee, ey. Komm, dann müssen wir hier mal... Hier geht's hoch, oder? Ja. Das ist ja sehr sinnvoll. Das sieht man auch, wenn man nach oben guckt, Mann. Oh, ey. Irgendwie fühle ich mich so, als wenn ich vor nichts mehr Angst haben muss, weil ich habe hier auch voll die verzauberte Diamantrüstung, ey. Ach, guck mal, das ist mein Aufstieg, wo ich mich hochgesteckt habe. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Oh, 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 da habe ich aber Angst. Och, eine Spinne. Oh, oh, oh. Und ein Zombie. Ah, aua, 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 aua. Bam, 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 bam. Ja, 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 ja. Ich habe eine Diamantrüstung. Ich brauche mich gar nicht wehren, Mann. Spinnenauge. Nehme ich doch mit, Mann. Oh yeah. Die Diamantrüstung, Alter. Komm. Komm, gib uns die Diamantrüstung. Guck mal hier, ob hier Redstone zu finden ist. Hier ganz unten. Das würde mich ja mal interessieren. Bom. Bom, bom. Wenn ich jetzt in Lava falle, dann bin ich richtig sauer. Oh, kam da Blut? Das sah aus wie Blutspritze. Bam, 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 bam. Guck mal, wie schwer man doch rankommt an die Viecher. Ist unglaublich. Wow. Hat er das Skelett gleich mitgesprengt, sein Kumpel. Hat er seinen eigenen... Oh, ey, ist das hier? Was ist denn das, ey? Alter, komm, hör auf. Kommt man hier wieder raus? Hier kommt man wieder raus. Ist ja cool. Ist aber... Oh, sehr weit oben. Muss mal kurz husten, Entschuldigung. So, also, ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr, sagt man das so? Nein, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr, dass eure Weihnachtsjahresübergangsfeier eine schöne Sache wird. Und ihr wisst ja, Gesundheit, Glück wünsche ich euch. Und ich wünsche euch auch Wohlstand. Das ist ja wohl nichts Schlimmes. Gut, wir sehen uns dann morgen im neuen Jahr wieder.